Hallo und herzlich willkommen bei cardcoaches.com. Mein Name ist Markus Golser und ich präsentiere euch die heutige Hand of the Week. Kurz zu meiner Person, für die, die mich noch nicht kennen. Ich habe live zu Pokerspielen begonnen, spiele seit 16 Jahren professionell Poker und seit 13 Jahren spiele High Stakes Bottle mit Omaha. Ich habe mittlerweile über 1 Million US-Dollar in Tournament Winnings und bin aber fokussiert auf Cash Game Bottle mit Omaha. Tournaments spiele ab und dann, wenn ich Spaß daran habe, und dann eher nur die größeren Turniere. Bei der heutigen Hand of the Week geht es um sehr interessante Gedankengänge meines Gegenspielers, die ich am Schluss dieses Videos analysiere. Die Hand wurde auf PokerStars gespielt. Ich spiele Bottle mit Omaha mit Blinds von 10-20 vorhanded. Meine Gegenspieler sind Flounder 18, Kiski und Caillou 85. Das sind alles drei Regulars auf PokerStars. Wie ihr seht, hat sich jeder Spieler mit 100 Big Blinds eingekauft. Und wir beginnen mit der Hand. Caillou raised in erster Position auf 60. Ich call einen Button. Natürlich könnte Caillou mit meiner Hand jetzt drei betten, aber ich habe mit der Hand gerne noch mehr Caller, denn falls ich mein Set of Queens floppe in den meisten Fällen Topset, und wenn einer meiner Gegenspieler ein Pair in der Hand hält und wir beide am Flop unser Set treffen, ist das die beste Konstellation, die es beim Pokern gibt. Er hat dann somit eine Gewinnchance von ca. 7%, wenn er zu seinem Set keinen zusätzlichen Redraw hat. Der Smallblind oder Bigblind Spieler könnte mein Call and Button als Schwäche ansehen und ein Squeeze Play machen. Danach habe ich natürlich den Vorteil, die Handstärke von Caillou zu sehen, ob er das Re-Raise Preflop called, folded oder eventuell sogar re-raised. Im Falle eines re-raises von Caillou würde ich meine Hand preflop auf jeden Fall folden und somit liegt das Investment bei der Hand nur bei 60 Dollar. Und bei einem call oder fold von Caillou, wenn ein re-raise kommen sollte, lässt sie meine Hand am Button sehr gut spielen, da wir alle drei sehr deep sind. Flounder und Kiski folden. Der Flop kommt 9-10 Jack mit 2 Hearts. Ich flop die Nut straight mit einem Backdoor Flush Draw. Den Second Nuts Backdoor Flush Draw. Caillou bettet nun 99,15 $ in einen 150 $ Pot. Seine Stats zeigen, dass er als Preflop-Aggressor in 82% der Fälle eine Continuation Bet macht, was schon relativ viel ist. Und zusätzlich hat er einen Aggression Factor von 3,3, das auch weit hoch, also weit über dem Durchschnitt liegt. Die Bet-Size, die er gewählt hat, erscheint mir jetzt nicht sehr stark. Aber ich entschließe mich jetzt vorerst mit meiner Hand nur zu callen. Ein wichtiger Grund für dieses Play ist meine Position auf Caillou. Ich halte im Moment die Nuts und wenn meine Hand am Turn noch die Nuts die beste Hand ist, Caillou in dem Fall dann am Turn nochmal betten sollte, raise ich ihn und bringe somit fast mein gesamtes Stack unter. Dieses Play nimmt zusätzlich viel Varianz aus dem Spiel, denn wenn ich am Flop raisen würde und mein Gegenspieler re-raised mich, spiele in den meisten Fällen auch gegen King Queen, somit ist eine Teilung, ein Splitpot, und eventuell hat mein Gegenspieler sogar noch einen Free-Roll auf mich, indem dass er Two Pairs zusätzlich hält zu seinem Nut Straight, also ein Set oder eventuell auch noch einen Flush Draw hält.
Die Zusatzmöglichkeiten sind natürlich sehr unwahrscheinlich, aber es gibt sie im Pokern und ich möchte euch in dem Video natürlich alle Möglichkeiten aufzeigen. Sollte er am Flop raisen, er nicht King Queen haben und trotzdem am Flop bei einem Raise All-In pushen, haben wir in den meisten Fällen einen Coinflip und ich könnte sogar behind sein, wenn er ein Set floppt mit einem Flushdraw. Zu meiner Calling Range hier am Flop, die ist nun relativ breit, also das weiß Kaio auch. Ich könnte Two Pairs halten, könnte Straight halten, von den drei möglichen Straights, egal welche jetzt, einen Flush Draw oder ein geflopptes Set haben. Nachdem Kaio sehr, sehr aggressiver Spieler ist, könnte ich ihn natürlich auch mit Air callen. Und das weiß er natürlich auch, weil wir beide Regulars sind und wir schon mehrere tausend Hände gegeneinander gespielt haben. Am Turn kommt nun die Five of Hearts. Das ist für mich eine sehr schlechte Karte. Also egal ob jetzt ein Pair kommt oder ein Flush kommt, das ist so ziemlich das Schlechteste, was meiner Hand passieren kann. Da meine Hand in diesem Fall nicht mehr improven kann und ich schon eventuell eine tote Hand habe, falls ich gegen einen Flush spiele. Kaio bettet nun 280 Dollar in einen 348 Dollar Pot. Das sind jetzt 80% von der Pot Size, also somit eine relativ große Bet. Meine Überlegungen sind nun, ich beginne es von ganz vorne. Wir spielen Forehanded. Forehanded spielt man natürlich aggressiver als Six-Handed. Man spielt mehr Hände als Six-Handed. Man hat öfters bessere Positionen, man sitzt öfter im Cut-Off oder hat öfter den Button. Somit ist sein Raise in First Position nicht sehr aussagekräftig. Er könnte jetzt Any Four Cards halten. Er bettet den Flop eher klein, spielt den Turn relativ groß. Two Pair könnte jetzt von vorne betten, um ein Flush zu repräsentieren und eventuell bessere Hände von mir zum Folden zu bringen. Ein Set bettet er meiner nach kleiner, wenn überhaupt, denn falls ich in einem Turn raise, müsste er sein Set folden, da mein Raise in einer Höhe ausfallen würde, die ihm mit Sicherheit nicht die richtigen Odds für einen Call gibt. Eine Straight könnte meiner Meinung nach betten, um eventuell Two Pairs von mir zu folden zu bringen und Value von einem Set zu bekommen und auch eventuell Straight zum Folden zu bringen. Die Range an Händen, mit denen es Sinn macht, an seiner Stelle weiter zu spielen und von denen ich auch geschlagen bin, sind jetzt Hände wie Ace King, Jack 9, die er am Flop spielen kann und die dann auch Sinn machen, am Turn weiter zu spielen. Natürlich mit Hearts oder Ace Queen 10-8 mit Hearts und jede King Queen Combination mit Hearts. Er könnte natürlich auch eine kleinere Straight gefloppt haben, zum Beispiel also ein 7-8 oder Queen-8 Straight und zusätzlich einen Flush-Draw gefloppt haben. Dann macht der kleine Flop-Bet wieder Sinn, weil er den Pot am Flop klein hält, falls er von mir geraced wird. Mit Kings macht es natürlich auch Sinn, wenn er Kings am Flop gespielt hätte, weil er die Nut Straight Blockers hätte. Queens könnte er haben, aber sehr unwahrscheinlich, da ich selbst zwei Queens in meiner Hand halte. Und natürlich könnte auch die Ace of Hearts blank halten. Und zu guter Letzt könnte er mit komplett Air weiterspielen. Da er ein sehr aggressiver Spieler ist und dieses Play von Flop Bet, Turn Bet und wenn Flush kommt, weiter zu betten. auf jeden Fall im Play von aggressiven Spielern vorhanden ist. Die Hände, die ich im Flop in Position mit meinem Call repräsentiere, sehen nicht sehr stark aus. Deswegen macht ein Bet
von ihm am Turn, also ein Turnbet auf jeden Fall Sinn. Aufgrund meiner Handanalyse entschließe ich mich zu callen. Und was mir im Button natürlich um einiges leichter fällt, als wenn ich die Hand out of position spielen würde.